Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder neugierig seid, was wir heute so gemacht haben. Ich habe mir heute ein paar Bilder gestaltet mit Zeitung oder Buchseiten. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Wir hatten noch solche schönen ovalen Keilrahmen liegen. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche noch ein bisschen Deko für mein neues kleines Papierbastelzimmerchen. Und was liegt da näher, als das jetzt irgendwie ein bisschen mit Papier zu gestalten? Mixed Media ist sowieso im Moment in. Und ich beklebe mir meine Keilrahmen einfach mit solchen Papierstückchen. Da könnt ihr jetzt Zeitungspapier nehmen, wenn die schwarz-weiß ist, die Zeitung. Ich habe festgestellt, bei uns ist ganz viel bunt immer mit drin. Das passt natürlich dann nicht, wenn man jetzt so Vintage irgendwie gestalten möchte. Ich habe jetzt hier so alte Buchseiten. Und da geht er einfach ganz beherzt bei und reißt die zu. Dann hatte ich hier immer diese ollen Ränder, das hat mir nicht gefallen, also habe ich hier jetzt überall die Ränder dann auch noch abgerissen und habe mir jetzt so viel von dem Papier zugerissen, wie ich gedacht habe, so viel brauche ich jetzt ungefähr für meinen Keilrahmen und das wird dann einfach jetzt mit Serviettenkleber aufgeklebt. Und das wird dann praktisch wie Serviettentechnik gemacht, man streicht sich unten drunter erstmal eine Lage von dem Kleber. Den Rand darf man natürlich auch immer nicht vergessen, weil den sieht man ja bei diesen Keilrahmen immer. Dann legt man sich das Papier auf. Hier muss ich jetzt eine Schicht drunter machen, weil das Papier ja relativ dick ist, diese Buchseiten. Oben drüber nochmal eine Schicht, kennt man ja. Und natürlich hier am Rand festkleben. Und den Rest, der übersteht, das schneide ich dann nachher ab. Oder reißt es gleich ab, könnte man auch machen. Ich würde es nachher machen, dann nachher wird eingeweicht. Nachher abschneiden, ja. Und eingeweicht, das geht gleich ab. Ja, dann hat man nicht den Kleber an den Fingern, ja. Auch so überlegt. Und wenn nicht, nimmst du ein Cuttermesser und schneidest es ab. Genau. So, und das macht man jetzt halt Stück für Stück immer lang hin, bis das ganze Bild voll ist. Ich habe jetzt hier Gott sei Dank diesmal nicht so ein großes, ein relativ kleines ausgesucht. Und dann musste man noch aufpassen, das ist mir auch aufgefallen, als ich das so ausgebreitet habe, dass man nicht die Schrift mal lesbar nach oben hat und mal auf dem Kopf stehend. Also da habe ich mir jetzt gedacht, da passe ich ein bisschen auf. Obwohl das keine Rolle spielt. Obwohl vielleicht das keine Rolle spielt, aber ich fand es im Endeffekt dann schöner, wenn das alles so in eine Richtung ist. Ihr könntet natürlich auch quer durcheinander machen. Mir ist das halt so jetzt lieber gewesen. So sieht das dann jetzt fertig aus. Und ihr wundert euch sicher, dass ich das nicht einfach so jetzt hier abgemacht habe. Bei Serviettentechnik kann man ja einfach so mit dem Pinsel hier lang und dann macht man das so ein bisschen ab. Weil die Servietten ja auch viel, viel dünner sind als diese ollen, störrischen Buchseiten. Man kann jetzt natürlich versuchen, wenn die so ein bisschen durchgefeuchtet sind, dass man es abkriegt. Kriegt man so einigermaßen ab, hat aber ja total klebrige Hände. Und dann kann man die Reste nachher auch noch ein bisschen anstreichen. Also nochmal Kleber drüber machen und dann richtig anlegen. Na siehst du. Man kann es aber auch trocknen lassen und mit dem Cutter abschneiden. Du musst es aber trotzdem irgendwie anlegen. Ja, anlegen musst du trotzdem. Jetzt ist es gerade nass, jetzt kann man es dann noch besser legen, glaube ich. Na siehst du. Siehst du, du kriegst einen wunderschönen Rand. So, genau, jetzt kann man das hier alles noch so. Hier ist noch ein Stecker. Und dann kann man das schön umlegen. Dann ist es tot. Und dann ist es, ja, hast du das umgelegt, um die Ecke gebracht. Bringen wir es mal kurz um die Ecke. So, und dann sind die Eckchen hier auch weg. Ich denke mal, das geht so. So, und jetzt braucht man entweder noch eine dritte, vierte Hand, die das so lange festhält, bis das fertig ist. Na, mal gut, dass du die nicht hast. Man kann das irgendwo draufstellen, wäre jetzt auch eine Option. Oder schön. Weil du ja nicht warten kannst. Genau. Jetzt ist meine Schicht von dem Serviettenkleber erstmal getrocknet. So lange sollte man da warten. Und jetzt möchte ich ja da ein Bild drauf haben, eine Schrift drauf haben. Entweder kann man da jetzt per Hand drauf malen. Ich arbeite natürlich mit Schablonen. Ich möchte jetzt eigentlich diesen Schriftzug da drauf haben. Das ist jetzt hier eine Schablone auch wieder von Viva Decor. Die haben einfach tolle, relativ preiswerte Schablonen. Und dann kann man jetzt da entweder mit einer Acrylfarbe die Schablone übertragen
Oder ich habe jetzt hier so einen Mikrofacettenlack, den wollte ich auch schon lange mal ausprobieren. Den spachtel ich da einfach drauf. Man müsste den nur aufkriegen. 2000 Jahren hat es endlich geschafft. Ja, hast du wenigstens Zeit gehabt, ihn zu rauchen und jetzt in die Spiel das aufzumachen. So, dieser Facettenlack ist jetzt so ein bisschen cremig. Ich rühre das vorher nochmal um. Das sollte man machen, ja. Ja, am besten immer Farben vorher umrühren. Und decken sie besser. Bevor man damit arbeitet. So, und jetzt vorsichtig. Nicht kleckern, auftragen. Nicht kleckern, sondern protzen. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Nicht protzen. So. Aufspachteln. Sieht aus, als wenn du die gelernt hättest. Sieht gut aus, ja. Naja, da kann man jetzt eigentlich theoretisch wieder nicht falsch machen. Man kann es drunter schieben, wenn man ungeschickt ist, so wie ich manchmal. Aber nee, denke man nicht. Oh, so, das ist immer der schöne Effekt, ja, wenn die Schablone wegkommt. Ja, wenn die Schablone runterkommt. Und jetzt muss, weil mir das Bild jetzt ein bisschen zu wenig ist, also nur mit diesem Vintage drauf, war mir doch ein bisschen wenig. Da habe ich mir jetzt hier unten nochmal einen Zweig mit ein bisschen Blättern drauf gemacht und habe mir gedacht, hier oben soll das Gleiche nochmal. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich schön verschoben bin. Schön verschoben. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht verschiebt. Wenn man es nicht weiß, sieht man es zum Glück nicht. Dass ihr gefuscht hast. Dass ich gefuscht habe. Hier ein bisschen sind die Blätter verschoben. Sind da mal ein paar größere Blätter an der Stelle. Ist auch nicht so wild. Ging Gott sei Dank noch. Ist doch nur eine optische Täuschung. Ja, und so gefällt mir das jetzt eigentlich. So, ja, stellen wir noch weiter nach hinten. So kann das jetzt bleiben. Raus aus dem Bild, ja. So, ich denke, mein Bild ist fertig. Mehr braucht da gar nicht drauf. Was ihr jetzt da für ein Motiv drauf zaubert, ist eure Sache. Ihr könnt da eine Skyline von irgendeiner Stadt drauf machen. Ihr könnt da einen Tiger, hatte ich auch überlegt, einen Tiger drauf zu machen. Ihr könnt da einen Vogel draufsetzen oder Schrift oder was auch immer. Ich fand es jetzt mit dem Vintage passend, weil es eben einen besonderen Platz kriegt, wo es hinkommt. Das seht ihr später mal. Das kleine Oval habe ich dazu auch passend gemacht mit einem Vögelchen drauf. Deswegen hatte ich auch gerade Vogel gesagt. Das gefällt mir auch richtig super. Die beiden kommen natürlich zusammen aufgehängt. Und also probiert es ruhig mal aus mit Zeitung oder Büchern als Hintergrund, Bilder zu gestalten. Ich fand es ganz neckisch. Sieht ganz cool aus, vor allem Vintage-Stil. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.